Jetzt habe ich bei mir Frank Plasberg, Moderator von Hart oder Fair, lange Jahre WDR, schon die Einladung vom Horst Gleuser. Folgt man der gerne zum Thema Hospiz? Ja, zumal man helfen konnte. Es hat Stefan Sulke abgesagt und er hat mich angerufen oder eine Mail geschickt und ich habe sofort geantwortet, weil ich kenne ihn, ich schätze ihn und Remscheid ist meine Geburtsstadt, Wermelskirch meine Heimatstadt, da gibt es nichts zu überlegen. Und wie ist das, wenn man an einem Feiertag dann noch einspringen muss? Ich hatte heute einen tollen Feiertag, war mit meinem Sohn allein zu Hause und habe wunderbare Hähnchen gegrillt, 2 Stück, wir hatten da noch Besuch, die sich in einem Grill gedreht haben und schauen Sie mal Hähnchen zu, die sich bei Licht im Grill drehen, das ist manchmal besser als Fernsehen, sogar besser als Hart aber Fair. Wie ist das eigentlich, wenn man auf einmal auf der anderen Seite sitzt und Fragen gestellt bekommt, anstelle, dass man die Fragen stellt? Ach, ich finde, Horst Gleuser macht das so charmant und kriegt dabei trotzdem schöne Sachen raus, wie wir eben auch beim Ministerpräsidenten gesehen haben. Ich bin immer froh, wenn andere die Verantwortung haben. Ich liege auch gerne auf dem Zahnarztstuhl. Mein Freund ist der Zahnarzt und der sagt mal, du bist so entspannt. Und dann habe ich gesagt, ich habe ja nichts zu tun, du hast die Verantwortung. Und immer, wenn man Verantwortung abgeben kann, finde ich das groß. Wie ist das für einen, Hart aber Fair schon so viele Jahre zu moderieren? Gehört das zum Leben dazu? Also nicht mehr Aktuelle Stunde oder irgendwas zu machen? Oder wie ist das für einen? Aktuelle Stunde habe ich, glaube ich, 15 Jahre gemacht. Ich bin ein Langstreckenläufer. Hart aber Fair geht bald ins 20. Ja, manchmal muss ich mich, wenn ich eine Sommerpause habe, montags umstellen. Dann denke ich, diesen Tag gab es doch bisher gar nicht so zum Ausfüllen. Und jetzt gibt es ihn, aber es ist ein Teil meines Lebens, aber nicht mein ganzes Leben, Gott sei Dank. Dann danke ich nochmal fürs Interview. Frank Plasberg, heute Abend hier im Stadttheater in Remscheid.